Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen, wahrscheinlich recht kurzen Aufnahmesession. Wir spielen wieder Phasmophobia. Das altbekannte Team ist dabei, die Phoenixa, die mir tierisch auf die Eier geht gerade. Und der Sachse, der das ist natürlich. Nein, der macht das immer, wenn er es gewöhnt. Hallo. Wir sollen herausfinden, um welchen Geist es sich handelt. Sollen Beweise für übernatürliche Ereignisse finden. Also mit dem EMF wieder beweisen quasi, sollen den Geist mit Kruzifix daran erinnern, uns heimzusuchen, Salz wandern lassen. Der Geist heißt, oh, Phoenix, ich schieb deinen Kopf mit. Super, der Geist heißt Elisabeth Robin von. Elisabeth. Das ist also was für dich? Oh. Ah, glücklicherweise. Gut, dass ich noch rauche. Habt ihr das mit den Thermometern mitgekriegt, ne, dass die nicht mehr so sofort ausschlagen? Ja. Dass ich das Haus erst aufheizen muss? Das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Ach so. Weg. Licht geht nicht. Ja, Profi. Ich gehe in den Keller und mach an. Schon mal. Ja. Hatte ich schon mal erwähnt, dass dein Häuser eigentlich mehr hat als... Ich hab einen Rad mit. Ich hab einen Rad mit 4 Grad. Das ist alles so kalt. Ja, 6. Ich hab hier 3 Grad. Ja, stimmt. Alte Zimmer. Wir müssen erst den Strom anmachen, deswegen. Strom ist an, ihr könnt Licht anmachen. Knochen gefunden und fotografiert. Aber hier im Flur waren gerade 0,8 Grad. Ich weiß ja nicht. Dann ist er hier, weil ich hatte jetzt gerade überall 10 und 8 und so. 2 Grad, ja, hier im Flur. Ja, 0,6er. Minus 4, ja. Irgendwie ist der in dem Haus immer. Bist du da? Geisterbox? Aber er hat gesagt, er ist weg. Also er hat away gesagt. Er ist quasi... War das er da? Und er hat gesagt, nee, ich bin weg. Na Mensch, dass du weg sollst. Ich muss erstmal neues Zeug holen. Ich hab nichts mehr. Könnte sein. Ich interpretiere das aber lieber für mich zur Beruhigung so, dass der Geist nicht... Far away. Aktivität ist 0. Also haben wir quasi jetzt Gefriertemperaturen. Und Geisterbox. Ja, und Geisterbox. Läuft bei uns. Wie ein Länderspiel. Gespenst, Mare, Dämon. Ja, Geisterbuch. Buch und Kamera. Oh. Geisterbuch, ja, Geisterbuch. Fingerabdrücke. Also ich hab Buch und Kamera. Ich nehm Fingerabdrücke mit. Haben wir die Kamera schon aufgestellt? Ja. Ich hab eine. Okay, ich hab die Fingerabdrucklampe, ja. Far away. Ich hab da unten mal Licht angemacht, damit es ein bisschen freundlicher aussieht. Betreten das Haus, bumm, alle Lichter aus. Du, lieber Geist.
finden das Buch. Bleib in das Buch. Also Fingerabdrücke habe ich jetzt keine gesehen. Bleib in das Buch. Das sagst du mit seiner Salatschüssel hier rumrennt. Haben wir Salz dabei? Ah ja. Ich nehme mal Salz mit, das ist eine Aufgabe. Ja, Fingerabdrücke, wie gesagt, habe ich keine gesehen. Ich glaube, der hat doch das Licht angemacht, ja? Na toll, jetzt wo ich die Fingerabdrucklampe weggelegt habe. Drack. Was für ein Pisser, ich rauch noch. Nee, ist er nicht. Kruzifix? Auch nicht. Hier ist immer noch nur eine Kamera an, ne? Nur eine einzige an. Das ist die auf dem Schreibtisch. Ja. War es angemacht? War sein. Hab ich die nicht angemacht, während der Geist kam? Ja, das machen wir. So, also Salz. Hä? Wie konnte das denn passieren? Oh. Ins Buch hat er auch nicht geschrieben, ja, ne? Ist halt krass. Das ist halt ein richtig krasser Typ. Ja, Pillen, ja, gute Idee. Nehmen wir nochmal Fingerabdruck mit, oder? Ja. Also,
Box sehe ich keine, aber vielleicht, wenn man die Kamera nochmal in die andere Richtung. Ich weiß halt nicht, von wo er gekommen ist. In welchem Raum war denn Licht dran? Dass wir die Kamera vielleicht dort reinstellen. Wo hier in der Mitte, der. So, Schmein, ich hab jetzt noch eine Kamera mit. Ja, ich hab nochmal Finger. Ja, ja, der hat einen Strom ausgemacht. Soll ich nochmal anmachen, den Strom? Nee, lass. Aber wegen der Sanity. Okay, du. Der Strom ist an. Von euch gerade einen Ball nach mir geworfen? Nein. Beruhigend. Ach, Scheiße. Ja, oder? Davon. Oh mein Gott, ich hab sie gesehen. Er ist tot. Er ist tot. Ja, ich würde gerade sagen, ich gab's. Das Foto hat aber nicht funktioniert. Warte. Ja, dann, ich will mal. Hat sie jetzt ins Buch geschrieben? Nee, ne? Sie ist auf jeden Fall von. Ach, ich kann mir gar so reden. Sie ist auf jeden Fall von oben runtergekommen. Ja, ja. Ich hab sie die Treppe runtergekommen. Darum hab ich gesagt, mach gleich das Foto. Geisterorb. Wir haben Geisterorb, sagst du? Wird aber trotzdem von den Sachsen sein. Ja, die ist nach links gegangen, ne? Salz hat nicht funktioniert, das ist doch aber komisch, die muss ja dort durch den Flur gelatscht sein. Nein, das Kruzifix liegt am Treppenaufgang. Hast du noch eine Kamera dabei? Fotokamera, ja. Okay, cool. So. Rein, Foto machen, abholen. Hast du in Sachsen gefunden? Nee, noch nicht. Heißt ja irgendwie. Hier ist er. Foto.
Was für eine Pissbirne! Also ich hab hier alleine, oder? Wo bist du, Sachse? In der Küche. Boah, was ist denn? Ich hab's die ganze Zeit versucht. Ich hab die ganze Zeit die versucht mit der Tasse abzulenken. Ein bisschen hat's geklappt. Beim ersten Mal hat's geklappt, die wollte erst dennoch, ist aber damit umgedreht, aber jetzt beim zweiten Mal hat's nicht geklappt. Wo ist noch Biele? Also direkt zu dir. Außen. So, okay. Boah. Da ist rauchen die Türe ging zu. Warum ist geht denn der raus, wenn ich da drin bin? Was ist denn das für ein Kameradenschwein? Da wäre ich wohl auf der Agentur nach neuen Leuten rufen an. Was ist denn das für ein Kameradenschwein? Habt ihr alle eingeloggt? Mare. Der soll noch mal rein. Einmal, ich nehm. Dann. Nein! Nein! Nimm mich bitte! Warte mal, langsam eh noch bloß. Was also erst lässt du mich da drin verrecken, weil du einfach rausgehst. Ja, alleine. Ja. Und dann trittst du mich auch noch aus dem Truck. Du machst die Türe zu und die fliegt vorwärts raus. Ja, du fährst. Aber erstens mal, wie finde ich da die Tür? Ich hab durch die offene Haustür das Foto vom Geist gemacht. Die Tür war offen. Weil ich ja, aber der hat das gehandelt. Du hast mich allein gelassen. Du hast mich allein gelassen. Ich konnte ja nicht, war unten. Oh. Aber ich hab mal probiert, mit der Tasse abzulenken. Beim ersten Mal hat's. Ha. Oh. Wie schön einfach. Das war mir aber fast klar, dass ich mich dort unten nicht wirklich gut verstecken konnte. Ich hatte auch keine Chance, dass ich mit der Ecke. Ich denke auch, das mit der Tür war jetzt ziemlich wacky, weil ich habe das Ding ganz zu flammen und in dem Moment habe ich die Tür noch aufgemacht. Und die Tür war aber als verschlossen angezeigt worden. Ich habe mich gewundert, weil ich gerade bei ich bin genau auf deiner Höhe gewesen und stand eigentlich auch so halb in der Türe. Wenn man will die Türe zugehen, geht ein kleines Stück und bleibt stehen. Und dann kam sie die Treppe runtergewandert, da habe ich noch mal kurz einen Schritt reingemacht, habe das Geisterfoto gemacht und dann tritt er mich dort aus dem Truck. Unfassbar. Aber schön ist, wie man hört, wie er sterbt. Also, wenn ja. Ich sterben würde, sage ich. So, na gut. Liebe Freunde, hängen wir noch innen an? 20 Minuten? Oder? Nee, machen wir nächste Runde. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.